Dies ist die Tierbotschaft zur neuen Zeit von meiner verstorbenen Katze Tammy, die in ihrer Katzengestalt 22 Jahre alt wurde hier auf Erden. Geliebte Tammy, wie erlebst du als Tier diese Zeit des Umbruchs? Da ich schon sphärisch und für euch verstorben bin, wenn man es grobstofflich betrachten möchte, so kann ich dir meine Sicht der Dinge aus der Welt hinter den Schleiern erzählen. Wir beobachten euch, wir, die Sphärischen, die Vorausgegangenen und doch niemals Weggewesenen. Wir schauen, was unsere Menschen, mit denen wir einst unser Leben auch mehrfach teilten. Wir schauen, was ihr macht, wie es euch geht. Es grämt uns auf eine Art zu sehen, dass ihr so festgefahren seid in eurem alten Ich und oft keine Bereitschaft zeigt, dies zu ändern. Doch ihr habt gewählt. Denn nur durch euer aller Zutun des Einzelnen kann eine kollektive Veränderung veranlasst werden. Jeder von euch, ausnahmslos, ist ein Licht in diesem Dunkel. Und je mehr Lichter sich bündeln, desto schneller ist die Dunkelheit passé. Selbstverständlich sehen wir auch all eure Fortschritte, all eure Erfolge, all eure Entwicklung, das Leben, wie es passiert. Manche wachsen in rasanter Schnelligkeit über sich hinaus. Wir sind stolz und wir freuen uns. Wir sind dankbar. Unterschätzt nicht eure Kraft. Unterschätzt nicht eure Macht. Findet euren Frieden inside of you all, jeder für sich. Tankt die Kraft, die ihr benötigt, von innen, aber auch von außen. Umgebt euch mit Lichtvollem und schöpft euer Leben voll aus. Verschiebt es nicht in die Zukunft, auch wenn es keine Zeit gibt. Dies ist die alte Matrix. Wenn ihr sie durchbrecht, versteht ihr das auch mit der Zeit. Wir, die Lichtvollen, die Vorausgegangenen, wir unterstützen euch nach Rat und Tat, wenn ihr uns bittet. Die Nacht währt nicht ewig. Und ist nicht alles so, wie man es betrachtet? Möge dein Licht die Nacht hell erscheinen lassen. Ihr alle seid Lichter in einer Welt aus Dunkelheit. Bündelt euch und die Dunkelheit verschwindet. Doch was wäre der Tag ohne die Nacht? Nur durch die Nacht könnt ihr überhaupt unterscheiden, was ein Tag ist. Nur durch Schmerz könnt ihr wissen, was Glück ist. Dies ist dein Menschsein. Du hast dies erwählt, bevor du hierher kamst. Schöpfe es aus, dein Leben, voller Emotionen, voller Reichtum in allen Bereichen. Sieh es, schöpfe, du bist der Schöpfer deiner Gedanken, deiner Welt. Und Tanja fragt wieder, wie lange dauert diese Zeit des Wandels? Tammy antwortet, diese Zeit des Wandels, sie dauert so lange, wie du bereit bist, dich in voller Hingabe dem zu widmen, was dir bestimmt ist. Halte nicht an Altem fest. Begrüße das Neue. Je schneller ihr euch öffnet und dem hingebt, was ist, desto schneller wird der Wandel vollzogen. Doch der Wandel hört niemals auf, solange ihr hier auf Mutter Gaia weilt. Dies ist die Version von euch, die ihr gewählt habt. Und dies ist das Leben, das ihr ersucht habt, um euch zu entwickeln. Persönlich, als Seele, als Wesen des Lichts. Ihr wolltet diese Erfahrung machen. Nichts ist, wie es scheint. Und Tanja fragt, wie lautet dein Rat für uns Menschen, liebe Tammy? Und Tammy antwortet, verweilt auch in der Ruhe, in der Kraft, in der Stille, in der Einsamkeit. Gebt euch der Freude hin, gleich wie sie ist. Lebe jeden Moment, als würde er nie wiederkommen, denn du weißt nicht, was morgen ist. Komm in deine Kraft, lebe. Dankeschön, liebe Tammy, ich liebe dich. Ich liebe auch dich. Ich liebe euch, ihr Menschenkinder. Wir sind bei euch, in unserer Tierversion oder auch in unseren anderen Versionen. Wir schauen auf euch und wir sind auch sehr stolz, dass ihr es gewagt habt, zu diesem Zeitpunkt auf der Erde zu sein. Ihr seid mutig, ihr seid Licht, ihr seid die, auf die ihr immer gewartet habt. Versteht ihr diesen Satz? Niemand wird euch retten, außer ihr euch selbst. Und wenn sich jeder selbst rettet, so ist das Kollektiv gerettet und geht immer leichter in die neue Dimension über. Freut euch, Licht ist immer stärker als Schatten. Leuchte dein Licht und achte darauf, dass es immerwährend leuchtet.
und in der dunkelsten Stunde, so eilt die Rettung und sie erscheint durch dich, deine Tammy.